ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's wieder einen neuen Training-Vlog. Ich dachte mir, ich nehme euch wieder mit in meinem Training-Alter. Wir haben heute volles Programm. Wir haben Studio-Session, also Recording-Session und dann haben wir noch eine Tanz-Session. Wir müssen noch ein Video aufnehmen, also auf jeden Fall auch Social Media vordrehen und alles. Also volles Programm heute. So, ich mache mich jetzt auch schon fertig, weil Cell kommt jetzt gleich und dann müssen wir noch unsere Stimme aufwärmen, weil wir als erstes unseren Producer-Termin haben. Und ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hören könnt. Ich war nämlich letzte Woche krank. Es geht gerade so rum, ne? Also ich war vor circa 2 Wochen schon krank und jetzt hat es mich irgendwie nochmal erwischt. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Grippe ist oder ob ich mich jetzt neu angesteckt habe, dass es einfach nur Pech ist. Aber, wie ich immer sage, the show must go on. Ich versuche das Beste draus zu holen, obwohl ich heute eine Recording-Session habe. Aber mir geht es jetzt Gott sei Dank besser, nur halt meine Stimme. Man hört halt ein bisschen, dass ich verschnupft bin. Deswegen Nasenspray mitnehmen und viel Tee trinken. Und übrigens habt ihr meine Tasse gesehen. Pomelo! Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Vlog und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Anschauen. So, mein Make-up ist fertig. Ich habe jetzt meine Tasche gepackt und ich zeige euch jetzt, was man als Trainee alles so mitnimmt, beziehungsweise ich. Also, weil ich krank bin, Nasenspray. Da haben wir einmal Kopfschmerztabletten, die habe ich immer mit, egal wohin. Ob zu einem Shoot oder zu Recording-Session, weil man weiß nie, wann sich die Kopfschmerzen ankündigen. Dann Akku für meine Vlogging-Kamera, einen Spiegel, Handcreme, ein Tinted Lip Balm und einen normalen Lip Balm. Ja, das war's auch schon und einen Schal nehme ich gleich mit. Und bevor ich losgehe, ganz wichtig, Vitamin B12. Leute, das gibt mir so krass viel Energie. Das ist von DM, ihr könnt aber jedes nehmen, was erhältlich ist, ob in Kapselform, aber ich mag diesen Himbeergeschmack hier mega. Übrigens nimmt das ja auch One Young von IVE. Ich habe ja mal so ein Video zugemacht, dass sie mal bei DM war und die mitgenommen hat. Also es war aber in Kapselform, aber ist ja wie gesagt dasselbe. Und runter damit. Oh, ist so lecker. Und so, und ich ziehe mich jetzt schnell um. So, Cell ist gerade da. Sie hat ihre Bahn verpasst. Das ist ja ein bisschen später. Wir wärmen jetzt unsere Stimmen auf. Ich habe jetzt meinen Schal angezogen, damit so mein Hals ein bisschen protected wird. Und genau, wir wärmen jetzt erstmal unsere Stimmen auf. Lalalala. So, wir haben unsere Stimmen jetzt aufgewärmt und wir fahren jetzt auch gleich schon los. Und was wir euch beim Gesang allgemein, so nicht nur beim Aufwärmen, sondern auch bei Warm-up empfehlen, ist, dass ihr immer aufrecht steht und eure Brust rausgeht und nicht irgendwie so sehr sondern wirklich so euren Brustkorb öffnet, damit eure Stimme richtig schön rauskommen kann. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. So, wir haben jetzt eine kurze Pause. Cell dreht gerade durch im Hintergrund. Auf jeden Fall tanzen wir jetzt ein bisschen, damit wir so ein bisschen locker werden. Yes. Und damit wir gleich so richtig reinhauen können. Bisschen Energie rauslassen. Ein bisschen Gehirn anspringen lassen. Ja. Wie so ein Motor. Dass du nicht versuchst, laut zu sein, sondern eher mehr. Hauchig und ganz wichtig bei einer Stimme, damit sie nicht zu straight geht, dass du wirklich dein Hauchen, dein natürlicher Hauchen immer in den Worten hast. In a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. So, wir sind jetzt fertig und machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, ziehen uns kurz um und alles, drehen ein Video und dann ab zum Tanzen. Yeah. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen erschöpft, weil ich heute Morgen so früh los musste und gerade die Session und das Hin- und Herfahren. Aber ich muss es auch direkt fertig machen, also nochmal frisch machen. Und dann drehen wir das Video für unsere Social-Media-Contents und dann auch noch zum Tanzen. Und da bleibt echt wenig Zeit zum Entspannen. Aber Leute, ich habe jetzt was für euch, falls ihr auch immer so mega viel im Stress seid. Und zwar habe ich hier einmal eine selbsterwärmende Augenmaske und hier habe ich Wärmepatch für den Nacken. Die Masken kommen aus Japan und dürfen echt nie in meiner Handtasche fehlen. Weil die sind nicht nur gut, wenn ihr abends mal entspannen wollt, sondern auch für zwischendurch. Ich nehme die zum Beispiel auch mit, wenn ich im Studio bin. Wenn wir mal eine kurze Pause auch so haben, dann ist das echt mega. Ihr entspannt euch einfach in Sekunden, ne? Vor allem das Coole ist einfach, ich habe diese selbsterwärmende Augenmaske vorher schon benutzt. Ich habe ja vor dem Jahr so ein Haul gemacht, wo ich so Sachen aus Asien teste und alles und die war tatsächlich mit drin und ich war damals so begeistert von der, weil das ist so krass, weil wenn ihr das aufmacht, dann wird die Maske einfach warm. Ich habe es aber einfach erstmal nicht geglaubt und da habe ich so aufgemacht und die so aufgeklappt, diese Maske, es sieht einfach aus wie eine Schlafmaske und die war einfach, die hat sich einfach erwärmt. Deswegen bin ich jetzt umso mehr happy, dass ich zusammen mit dieser Marke kooperieren darf und euch die vorstellen darf. Die selbsterwärmende Augenmaske und der Gute-Nacht-Wärmepatch kommt aus Japan und ist von der Marke MAC-Rhythm. Ihr könnt die auf Amazon, Müller und Douglas.de erwerben oder jetzt einfach unten in meiner Infobox drauflinken. Was ich an diesem Produkt so toll finde, es ist wirklich für jeden geeignet und die sind einfach mega fürs Reisen, Leute. Die sind so klein und so kompakt, das passt wirklich in jede Tasche rein. Das heißt, ihr könnt auch ruhig mal so eine Packung einfach mitnehmen. Ich mache bald einen großen Ausflug. Wo es hingeht, erfahrt ihr bald. Ich darf es euch noch nicht sagen, aber ich erzähle es euch bald und die kommen auf jeden Fall in mein Reisegepäck. Also wie gesagt, bei der selbsterwärmenden Augenmaske macht ihr das nur aus der Verpackung und klappt das auf und dann wird es automatisch warm. Und bei dem Gute-Nacht-Wärmepatch ist es so, dass ihr erstmal euren Nacken freimachen müsst. Das heißt nicht, dass da Haare dran sind oder so, wenn ihr das draufklebt und abzieht, dann ist es leicht unangenehm. Und es sollte natürlich auch befreit von Schweiß und Feuchtigkeit sein. Das ist einfach perfekt für mich, weil ich bin auch oft am Reisen und ich habe öfter mal Stress, wo ich einfach nur 15 bis 20 Minuten entspannen will. Und damit geht es echt schnell und ich kann das echt überall machen. Und nach dem Draufmachen habt ihr einfach ein Gefühl der Entspannung. Ich spreche aus Erfahrung, ich benutze sie ja jetzt nicht das erste Mal, sondern habt ihr schon vor ein Jahr für mich entdeckt und bin seitdem einfach verliebt. Also Leute, kann ich euch nur sehr ans Herz legen. In meiner Infobox findet ihr nochmal den Link dazu. Klickt jetzt einmal drauf und gönnt euch. So, Sally ist jetzt da. Wir haben gerade unsere Reaction gedreht zu Cupid. 50-50 heißt die Band, also die neue Girlgroup. Einfach so, ja. Hä? Ich bin zu unfähig. So. Ja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt ready. Ich habe meine Sachen schon gepackt für Tanzen jetzt. Und wir lernen, welche Choreo bringst du uns heute bei? Wir machen noch Itzy fertig und dann gibt's BTS Run. Ja! Oh mein Gott, der Tanz ist so geil, ne Leute. Also folgt uns unbedingt auf Instagram und TikTok. Und YouTube. Ja, um diese Tänze mitzumachen. Okay, wir fahren jetzt gleich los. Es ist draußen so kalt und windig. Leute, ich denke mir so, wann kommt endlich der Frühling? Es fühlt sich immer noch an wie Winter. Vorhin hat es auch noch geregnet. Ja, stimmt. Und draußen ist es schon dunkel. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Langer Tag. Ja. Bis später. Bis später. So, wir sind jetzt da. Wir sind jetzt umgezogen und warten, bis die Klasse anfängt. Also, hier ist Lightning. Oh. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour.
hour. Take a cold shower, scream until you're louder. Work until you're prouder and f*** all the doubters. They're just your downers. Also der Körper bleibt in der Vorderseite, aber eben die Arme eben Running Man und der Fuß kommt so raus. Ja, dann geht es so, wie aus dem Hohlkreuz. Hoch hoch. Weil wir dann die Also der Körper ist nur ein. Okay? Wir machen eine Bewegung mit dem Körper. Also von mir, und so, Running Man, Running Man. So, wenn jetzt fertig mit der Session sind, mega fertig, ey. Auf jeden Fall, Run ist so schnell, Girl. Sie macht das so und ich so, mein Gehirn ist noch so am Updaten. Aber ja, aber der Tanz ist auf jeden Fall mega cool. Und, genau, ich gehe jetzt auch nach Hause, wir gehen nach Hause und dann esse ich erstmal was. Ja, Mann. Oh Gott. So, ich bin jetzt zu Hause bei der kleinen Maus hier. Und da mache ich mir was zu essen, weil ich nämlich Hunger habe. Und sie hat auch Hunger, ne, Bella? So, ich mache mir jetzt Abendessen und ich habe mir so Toastpizza gemacht. Das Rezept habe ich neu gelernt. Also es ist einfach ein Toast und dann Tomatensauce. Dann habe ich mir noch Thunfisch drauf gemacht. Ihr könnt aber drauf machen, was ihr wollt. Tomatenstückchen und Käse. So, ich salze das Ganze noch ein bisschen. Ups, das war zu viel. Es geht super schnell und schmeckt mega gut. Vor allem, ihr könnt auch selber entscheiden, mit was ihr das belegen wollt. So, und dann kommt das für circa 15 Minuten in den Backofen. Mal schauen, wie es aussieht. Oh mein Gott, voll beschlagen. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Schön knusprig. So, mittlerweile haben wir 13:30 und wie ihr sehen könnt, bin ich wieder am Essen. Es sind einige Stunden vergangen. Ich habe mein Video bearbeitet, meine Content sowohl für Pandora als auch für mein YouTube und TikTok und habe ich wieder Hunger bekommen. Und wie gesagt, wir haben 13:30 und ohne Witz, jedes Mal, ich esse nicht so oft spicy, aber jedes Mal, wenn ich einen Vlog drehe und euch mitnehme, esse ich irgendwie spicy, ich weiß nicht warum. Deswegen denkt ihr locker, ich bin süchtig danach, obwohl ich gesagt habe, meine Sucht ist besser geworden. Auf jeden Fall esse ich das jetzt auf, ich werde jetzt noch was gucken. Auf jeden Fall war es das erstmal mit meinem Vlog, es war ein mega langer Tag und mega anstrengend. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus, mache einen chilligen Abend bzw. chillige Nacht. Und wenn ihr mehr solcher Trading-Vlogs haben wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und übrigens vergesst nicht, Pandora auf Instagram und TikTok zu folgen. Wir werden nämlich bald mega geile Sachen veröffentlichen, aber mehr dazu auf Pandora. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!